Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Geisterjäger Delaware San John. Ja, wir haben in der vorigen Part eine Leitersprosse abgerissen oder irgendwie entfernt. Jetzt haben wir auch noch dann diese Kette damit geöffnet. Die Leitersprosse ist auch weg. Und jetzt schauen wir einfach mal nach, was uns im Haus erwartet. Enter. Erstmal eine coole Mucke. Eine Treppe. Wow, was geht hier ab? Ah! Oh Gott. Was haben wir hier? Oh Gott, ey. Scheiße. Jetzt haben wir erschrocken. Was haben wir hier? Ein Ofen. Können wir den anmachen oder so? Für irgendwie Licht oder so? Oder? Scheint wohl nicht. Alles klar, müssen wir wohl doch da lang. Gehen wir erstmal noch hier unten lang. Was haben wir hier? Unglück im Vergnügungspark, 13. Mai 2002, also ja, noch gar nicht so lange her, 7 Jahre. Polizeiangaben zufolge starb Margaret Crandall aus Ree Harbor bei einem entsetzlichen Unfall. Sie wurde 41 Jahre alt. Gemäß den Aussagen ihrer Familie reparierte Mrs. Crandall gerade das Gruselkabinett des Siegle-Vergnügungsparks, als sie über die Brüstung fiel und sich das Genick brach. Sie hinterlass einen Ehemann, Theodore Crandall, Besitzer des Vergnügungsparks, und ihren gemeinsamen Sohn Robert. Mrs. Crandall war in der Gemeinde auch wegen ihres Einsatzes für die Stiftung für vermisste Kinder sehr beliebt, eine Gruppe, die sich für die Heimkehr entführter Kinder einsetzt. Der Park wird über das Wochenende für weitere Ermittlungen geschlossen. Das Gruselkabinett bleibt auf weiteres geschlossen. Die Familie bittet darum, dass alle Spenden an die Stiftung für vermisste Kinder geschickt werden. Margaret Candle. Okay, da haben wir ein Bild von ihr. Sieht auch ziemlich komisch aus. Mrs. Crandall starb im Gruselkabinett. Deshalb ist es wahrscheinlich zugenagelt. Auch wenn ich noch nie in einem heimgesuchten Vergnügungspark war, Fernsehen war trotzdem nie mein Ding. Alles klar, meins auch nicht. Also ich habe zwar einen Fernseher hier, ein schönes Hightech-Teil, aber war seit über 3 Monaten nicht mehr angewiesen. Also ja, ich meine, klar, wir haben das Internet, da können wir eher alles machen. Von daher auch Fernseher gucken. Oh, jetzt sind wir wieder rausgegangen. Nein, wir müssen doch wieder rein. Dummdi-dumm. Bloß, wo müssen wir lang? Hier lang müssen wir, glaube ich, oder? Jai, da geht's nach oben. Hoffentlich kommen nicht schon wieder irgendwelche Schotten-Dinger. Gehen wir von da oben. Wer sind Sie? Warum sind Sie in meinem Haus? Mein Name ist Delaware St. John. Ich suche nach Theodore Crandall. Ich bin Theodore Crandall. Sind Sie ein Reporter? Hören Sie, ich werde Sie wegen Hausfriedensbruch verklagen. Ich sagte, keine Reporter mehr. Ich bin kein Reporter. Würden Sie die Tür öffnen, damit wir reden können? Ich werde besser auf meine Frau warten. Sie hat eine bessere Menschenkenntnis als ich. Vielleicht ist sie bereit, ihm die Tür zu öffnen, wenn sie zurückkommt. Deine Frau ist tot. Hier. Wissen Sie, ich vergesse oft, dass Maggie weg ist. Manchmal werde ich krank vor Sorge, warum sie noch nicht wieder zu Hause ist. Dann erinnere ich mich. Ich dachte, dass ich das ändern würde, jetzt wo ich... Naja, ist auch egal. Ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Wo du tot bist, meinst du? Ich meine, irgendwo ist sowas berührend, so eine Liebe. Weil, ja, er und seine Frau, er wartet immer noch auf seine Frau. Hat schon irgendwas an sich so. Irgendwo doch vielleicht traurig ein bisschen. Aber wir kochen jetzt mal was, wir haben Hunger. Sieht so aus, als ob niemand mehr hier war, seit der Park geschlossen wurde. Ach man, du bist ein Spielverderber. Sieht so aus, als ob niemand mehr hier war, seit der Park geschlossen wurde. Alles klar, dann müssen wir uns mal selber irgendwo kochen. Da kommen wir rein. Schon wieder so viele Räume, aber wir checken erstmal die Küche ab, ob wir hier vielleicht irgendwelche Messer oder sowas finden. Nein, finden wir nicht. Aber ein Kühlschrank. Und ein Foto. Sonst noch irgendwas? Ein Esszimmer, Lichtschalter. Gehen wir ins Esszimmer rein. Nee, nicht schon wieder. Geh weg. Oh, komische Gestalten hier. Da haben wir ein Foto. Alter Schwede. Das war ja eine... hübsche Frau, ja. Okay, was haben wir hier? Eine Uhr. Eine stinknormale Uhr. Da kann irgendwas nicht dran
Stimmen, ansonsten könnten wir nicht so nah daran zoomen. Und wir gucken da nicht um 10 vor, beziehungsweise ja kurz vor 10 vor 2 auf der Uhr. Also das ist schon irgendwo relativ dumm. Können wir da irgendwo landen? Na? Okay, müssen wir wieder zurück. Und wieder eine Glotze. Hier müsste wirklich mal sauber gemacht werden. Ja, dann fangen wir mal an, würde ich sagen. Nein, natürlich nicht. Wir sind hier, um diese Fälle zu lösen. Okay, müssen wir nach oben. Sind wir hier? Nichts Besonderes? Keep out. Toll. Auch noch ein Raum. Super, auch nichts Besonderes. Haben wir hier was? Das fängt schon wieder gut an. Oh. Sagen Sie, Delaware, haben Sie jemals einen Ihrer Lieben verloren? Ich kann nicht sagen, dass ich jemals so jemanden hatte. Oh. Ich frage mich, was schlimmer ist, einen Nahestehenden zu verlieren oder niemals einen gehabt zu haben? Keins von beiden klingt sehr verlockend. Wenn man einen geliebten Menschen verliert und man einen Weg kennt, um wieder mit ihm zusammen zu sein, ist es dann falsch, wenn man ihn geht? Glauben Sie, dass es falsch ist, den Geliebten nah sein zu wollen? Nein. Ich glaube kaum, dass ich in der Position bin, das zu beurteilen. Aha. Ich dachte, es wäre die richtige Entscheidung. Aber ich hatte Unrecht. Ich war nach diesem Verlust am Boden zerstört. Und als ich dann auch noch Robert verlor, konnte ich mir nicht mehr vorstellen, allein zu leben. Bitte gehen Sie. Hier finden Sie nichts. Das Bild von Nissens rein. Ich sollte ihn erstmal in Ruhe lassen. Als Geist hat er irgendwie eine sehr angenehme Stimme, muss ich sagen. Was sagt Dingens zu Simon? Hey Simon, ich bin im Haus der Crandalls, aber ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Du solltest das Haus gründlich durchsuchen. Niemand war mehr dort, seit alles abgeriegelt wurde. Also ist dort bestimmt noch etwas. Super. Jetzt fängt schon wieder an. Wir haben alles abgesucht und wir finden nichts. Wirklich gar nichts. Außer komische, gammelige Geister, die hier drin sind. Die Türen sind auch etwas abgeschlossen. Mit dem wollen wir nicht mehr reden oder sowas, keine Ahnung. Ich sollte ihn erstmal in Ruhe lassen. Alles klar. Müssen wir mal gucken. Was war das? Irgendwas wurde verrückt. Habt ihr es auch gehört? Nur was? Die Frage ist, wie kommen wir. Ah, da. Oh. Ein versteckter Safe. Den muss ich unbedingt aufbekommen. Ja, und die Frage ist nur wie? X-I-V-I-I-I-I-I-E oder I, ja, gute Frage. Ist das vielleicht irgendwie X minus 1? Was diese Kratzer wohl zu bedeuten haben? Ja, das sieht aus wie römische Zahlen, Delaware. Ich glaube, wir müssen rechnen. 9, 3, 2, 9. 2. Nein, das ist es nicht. Okay, das ist es nicht. Dann vielleicht andersrum. 2. 3. 9. Nein, das ist es nicht. Ja, x ist 10, minus 1 ist 9. V ist 5, minus nochmal 2 ist Dingens, 3. Und 3 minus 1 ist 2. 3. 2. 9. Nein. Das ist es nicht. Ach, super, das ist schon mal wieder super und wir machen gleich mal ein Foto davon. Simon, ich schicke dir das Bild eines Safes, den ich im Haus der Crandalls gefunden habe. Ich muss herausfinden, was da drin ist. Einen Augenblick, es kommt gerade rein. Ich sehe es und mit erhöhter Auflösung kann ich einige Kratzer erkennen. Sehen aus wie römische Ziffern. Römische Ziffern? Sag ich doch. Okay, damit kann ich etwas anfangen. Ja, aber ich nicht. Hey Simon, ich bin im Haus der Crandalls, aber ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll. Du solltest das Haus gründlich durchsuchen. Niemand war mehr dort, seit alles abgeriegelt wurde. Also ist dort bestimmt noch etwas. Das ist irgendwo scheiße. Komm schon, gib mir einen Tipp. Ich habe das Bild, das du mir geschickt hast, durch den Scanner laufen lassen. Tut mir leid, Ach. Aber ich konnte nichts Übernatürliches feststellen. Ja, sehr schlau. Was
8 soll man hier machen? 9. 3. 2. Nein, das ist es nicht. 9. 2. 3. Juhu! Juhu! Wir haben es geschafft! Endlich! Juhu! Okay, was haben wir hier? Im ganzen Haus hängen Familienbilder. Warum liegen diese hier im Safe? Gute Frage. Was haben wir denn hier? Nehmen wir mal mit. Dieser Junge, der ist auf keinem der anderen Bilder im Haus. Was will Mr. Crandall verbergen? Ein uneheliches Kind vielleicht? Im ganzen Haus hängen Familienbilder. Warum liegen diese hier im Safe? Dann gehen wir einfach mal zu Mr. Crandall hin und geben ihm das Bild. Vielleicht will er jetzt mit uns talken. Ich sollte ihn erstmal in Ruhe lassen. Okay. Na, geht doch. Ebola. Mr. Crandall, Sie erwähnten Ihren Sohn Robert. Aber wer ist der kleine Junge auf diesem Bild? Wo haben Sie das her? Das sind Bilder aus dem Safe im Erdgeschoss. Adam. Meine Frau hat alle Bilder von ihm weggeräumt. Sie sagte, es wäre dann leichter zu akzeptieren, dass er verschwunden ist. Verschwunden? Adam verschwand knapp ein Jahr vor dem Unfall meiner Frau. Bald darauf wurde mir auch Robert genommen. Und ich war allein. Sie wurden mir alle genommen. Ist Adam aus dem Park verschwunden? Was? Warum sind Sie so an meiner Familie interessiert? Ich wusste doch, dass Sie ein Reporter sind. Raus hier! Nö, wir gehen nicht raus. Wir lassen sie verscheuchen. Mr. Crandall, sind Sie das? Was, wer, wo? Okay, wir bestalken gerade einen Geist. Und spielen Schach. Egal, was andere sagen. Schach ist kein Sport. Alles klar, da ist so eine Abneigung gegen Schach. Macht nichts, ich auch. Und du auch wahrscheinlich. Ja, definitiv. Also, er hat sich sofort aufgelöst. Gehen Sie. Ich sagte, keine Reporter. Ich sagte doch, dass ich kein Reporter bin. Ich versuche bloß herauszufinden, was hier passiert ist. Dieser Ort ist verflucht. Er hat mir nichts als Unglück gebracht. Er hat mir jeden genommen. Mr. Crandall, hat sie jemals eine sonderbare Person aufgesucht? Möglicherweise vermummt und dunkel gekleidet? Ich werde nichts mehr dazu sagen. Gehen Sie jetzt. Lauf doch nicht weg. Durch zwei Türen ist er also geballert. Oh Mann ey, das ist echt ein Akt hier, so ein Versteckspiel. Oh. Wie kann man nur schlafen, wenn einen sowas die ganze Nacht anstarrt? Ja, gute Frage. Gute Frage. Das muss Adams Zimmer sein. Ja, bestimmt. Der hat sogar eine eigene Glotze gehabt. Ist auch mal kultig. Aber leider können wir keine Glotze gucken. Ich finde es sowieso ein bisschen komisch. Wir sind hier in einem... Oh, was haben wir da? Wir sind hier in einem Haus drin, ne? Und wir haben einen Tipp bekommen, dass die Stromleitungen funktionieren. Was macht er? Keine Stromleitungen an. Wir gehen mit unserer Taschenlampe. Ziemlich originell, wenn man mich fragt. Können wir in dieses Zimmer rein? Hören Sie, ich weiß, dass das seltsame Fragen sind, aber Sie müssen mir vertrauen. Sie sagten, dieser Ort sei verflucht und ich glaube Ihnen. Ich kann aber nichts tun, wenn Sie mir nicht sagen, was passiert ist. Bevor Adam verschwand, erzählte er von einem imaginären Freund. Er sagte, er spreche mit ihm in seinen Gedanken. Adam hatte immer zu viel Fantasie, also dachte ich mir nichts dabei. Schizophrenie? Imaginär? Ich habe nie gesehen, mit wem er gesprochen hat, aber er beschrieb ihn als schwarz gekleidet mit Kapuze. Hätte ich nur zugehört, dann hätte ich ihn davon abhalten können, mir meinen Sohn zu nehmen. Sie glauben, die schwarze Person hat ihn entführt? Ich weiß es. Ich habe es als imaginär abgetan, aber wenn Sie mir wirklich helfen wollen, dann finden Sie heraus, was meinem Sohn und meiner Familie zugestoßen ist. Ich bin zu erschöpft. Und er hat uns die Tür offen gemacht. Wir können uns einen Einblick verschaffen. Prophet. Ziemlich gammeliges Loch. Was haben wir hier? Aha. Ein Bild von Adam mit einem Clown. Vielleicht ein Parkangestellter? Gute Frage.
Oh Gott, ey. Made Viking. Juni 2003. Keine Band davon ist mir bekannt. Hm, hier haben wir das Bild. Machen wir ein bisschen ein Foto von. Ich habe das Bild, das du mir geschickt hast, durch den Scanner laufen lassen. Tut mir leid, aber ich konnte nichts Übernatürliches feststellen. Das ist ein Clown! Das sagt doch schon alles. Ja, wir sind jetzt im Haus drin und wir sind dem Vater Emi auf der Spur, ob wir ihn finden werden, ob wir dieses Geheimnis lösen können, was hier alles passiert ist und wer dieser imaginäre Freund war. Dies und noch viel mehr werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Geistiger Delaware St. John. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin, ciao.